Ich nehme an, ich beginne. Ja! Ich mach's jetzt mal so, wie ich's spüren würde. Mit aller Liebe zu verbotener Liebe. Hallo, herzlich willkommen zum ersten Clipping im neuen Jahr. Und schon jetzt weiter mit dem Wahnsinn. Ich wünsche euch. Nee, dann kann ich nicht schon Hallo am Anfang sagen. Läuft. Ah, ja, jetzt habe ich's gesehen. Unten. Die einen schließen die Augen vor der Trauer. Und die anderen schließen die Augen vor irgendwas anderem. Herzlich willkommen zum Clipping. Ihr wollt was Neues, was Innovatives? Etwas, was für euch zum Mamamam? Was? Ihr habt Nödel? Nö? Aber es ist der Fall. Gut, nochmal. Ich hab keine Ahnung. Herzlich willkommen zum Clipping, muss ich noch sagen. Ja. Herzlich willkommen zum Clipping! Warte, mein Kaugummi klebt ins Hahn. Von einer Situation überfordert war auch Dana, als Ricardo ihr mitteilte, dass er das Angebot bekommen hatte, Chef der Neurochirurgie zu werden. Entschuldigung. Geht auch schwer, machen. Also zum Beispiel Friedensungewollte Schwangerschaft und der geplatzte Abtreibungstermin. Von einer Situation überfordert war auch Dana, als Ricardo ihr mitteilt, dass er ein Angebot bekommen hat, Chef der Neurochirurgie in Boston zu werden. Ganz einfach. Und nicht nur Tristan wird in eine Falle gelockt, sondern auch Andy. Die erste Freude über das Wiedersehen mit einer alten Bekannten wird jäh getrübt, als die irgendwas macht. Kacke, den mach ich nochmal. Franks Mutter ist wieder in der Stadt. Frank hätte aber nicht gedacht, dass er in den sauren Apfel beißen muss und seine Mutter von Charlies Dessous-Präsentation ablenken muss. Nee, muss. Wenn du die Absicht hast, dich zu erneuern, tu es jeden Tag. Clipping. Hallo? War das richtig? Franks Mutter ist wieder in der Stadt. Er hätte aber nicht gedacht, dass er in den sauren Apfel beißen muss und seine Mutter von Charlies Dessous-Präsentation ablenken muss. Wer kennt es nicht? Manchmal geht man im Leben aufeinander zu, manchmal geht man aneinander vorbei. Nochmal. Ein versauter Entwurf, eine unausweichliche Falle und eine fremde Frau im Bett. Jetzt. Nee, Quatsch, Clipping. Ne? Ja. Ein versauter Entwurf. Ich muss immer an versaut denken dabei. Ein versauter Entwurf. Ein versauter Entwurf? Biggie kann mit dem Campingbus, den Thomas ihr geschenkt hat, endlich auf große Reise gehen. Aber leider entwickelt sich das Ganze nicht als der gedachte... Nee. Nochmal? Können die beiden ihre... Peace. Und klar. Ja, gut. Super. Boah, die sind so zottelig heute. Wir sind hier gerade im Team.